Insgesamt 7 Akteure wurden am letzten Spieltag beim SV Meppen verabschiedet. Unter ihnen Max Krämer. Auch er verlässt den SVM nach 7 teils erfolgreichen Jahren. Nun steht fest, wohin es ihn verschlägt. Der 31-Jährige schließt sich Energie Cottbus an. Die Zeit beim SV Meppen, so sagt er beim Abschied, wird ihm dennoch in bester Erinnerung bleiben. Ja, es wird sehr viel hängen bleiben, ne? Also man hat, glaube ich, hier in den Jahren alles mitgekriegt. Man kam hier hin, oder ich kam hier hin 2013, wo zur kalten Jahreszeit waren nur ein paar hundert Menschen im Stadion. Und dann ist man durch die Jahre, hat man sich immer weiterentwickelt, der Verein hat sich weiterentwickelt, wir sind aufgestiegen und dann hat man erst gesehen, was halt hier so richtig möglich ist, ne? Der sportliche Leiter von Krämers neuem Club zeigte sich auf der Vereins-Homepage sehr angetan vom Neuzugang. Max war ein Wunschspieler von uns, der mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen soll. Er hat sich noch am Tag seines Besuchs für die Stadt Cottbus und den Verein begeistert und sich sofort dafür entschieden, die anstehenden Aufgaben mit uns gemeinsam anzugehen. Wir sind sehr glücklich, mit Max einen routinierten Spieler verpflichtet zu haben, der in der Offensive nahezu alle Positionen spielen kann. Beim SV Meppen läuft gerade die Kaderplanung für die neue Saison. Insgesamt 4 Spieler sind gegangen, noch wurde kein Neuzugang präsentiert. Trainingsauftakt ist in der ersten Augustwoche.